Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Battle Royale. Ja, ihr werdet sicherlich schon in den wahrscheinlich letzten zwei oder drei, grob zwei oder drei letzten Folgen gehört haben, dass ihr mein Mikro nur auf dem, ja, je nachdem, ich denke auf dem linken oder rechten Ohr, also auf jeden Fall nur auf einem Ohr hört und nicht auf beiden, also nicht Stereo. Das liegt daran, dass ich mir jetzt mal das Shadowplay eingestellt habe, so dass man damit quasi die letzten, je nachdem wie man es eingestellt hat, die letzten Minuten zurück aufnehmen kann. Also ich habe es gespielt, habe gemerkt, es war cool und habe es dann rückwirkend quasi aufgenommen. Allerdings ist damit das Problem, dass ich ein Audio-Interface mit zwei Eingängen habe und dadurch erkennt irgendwie Shadowplay das nicht ganz genau und kann es nicht nur auf, man kann quasi nicht von einem auf zwei Kanäle oder man kann die Kanäle nicht separat einstellen, heißt es wird nur auf zwei Kanälen aufgenommen. Das Mikro ist aber nur auf einem Kanal eingesteckt, logischerweise. Und es wird dann nur auf einem Ohr praktisch aufgenommen. Man kann es nur auf einem Ohr hören. Das Problem, habe ich nachgeschaut, haben sehr, sehr viele, die solche Mischpults oder Audio-Interfaces haben. Und man kann es nicht wirklich fixen. Deswegen tut es mir echt leid. Aber ich habe in den letzten Runden oder in den letzten paar, keine Ahnung, fast schon Wochen nicht so viel mit meinem Aufnahmeprogramm, mit meinem richtigen aufgenommen, wo die Stimme auf beiden Ohren oder auf beiden Seiten zu hören ist und deswegen war das halt bis jetzt immer eine gute Alternative in der letzten Zeit, das mit Shadowplay rückwirkend aufzunehmen. Ja, deswegen schon mal sorry, ja, es geht leider nicht anders. Ich wünschte, man könnte es von zwei Kanälen auf einen umstellen, aber es geht schlichtweg einfach nicht, weil das Programm diese Option nicht bietet. Ja, dann zu der Runde schaue ich mir das hier nochmal ganz kurz an. Am Anfang, ja, wir waren, ich weiß es leider nicht mehr ganz genau, was schon ein bisschen her ist, aber ich war auf jeden Fall dann im Telos Military. Wir hatten dann einen Drop, also wir waren Airfield, haben einen Drop gesehen bei Purgus Military, sind dann dahin. Soldier war, denke ich, schon tot, wir waren zu dritt, Soldier, Terra und ich. Und Soldier war, denke ich, schon tot. Terra war drin, hat einen gekillt, wurde dann von dem anderen Teammate von dem gekillt. Wiederum habe ich dann den, der Terra gekillt hat, gekillt. Und das habe ich allerdings nicht aufgenommen, weil, keine Ahnung, das hat es irgendwie nicht mehr mit reingenommen. Deswegen seht ihr da quasi erst danach gerade schon, wie ich gelootet habe und so. Und dann bin ich quasi in den Kreis reingelaufen. Und die Zone war unter dem großen Airfield, Richtung Küste. Und da ist so ein Containergebiet und es war ziemlich ekelhaft, sage ich mal, in Anführungszeichen, da zu fighten. Weil halt allein gegen, ich kann es schon mal verraten, es war ein Team noch auf Team Zweier-Team. Nee, warte, ein Dreier-Team. Und ein Zweierteam und noch ein paar andere, die sich eingemischt haben. Und es war halt ziemlich, ist halt ziemlich schwer, dann in so einem Gebiet dann allein gegen solche Teams zu kämpfen. Aber ich habe die Runde, ich sag mal, gemeistert relativ gut, weil man muss dann, man wird es dann gleich sehen, die Gegner waren in dem Fall irgendwie, keine Ahnung, was die gemacht haben. Ich sag mal, ich sag nur das Wort unterirdisch. Und man merkt dann halt auch am Ende, wie halt diese ganze Anspannung, wenn man allein ist, so aus einem rausbricht. Ja, mehr muss ich dazu eigentlich nicht sagen. In diesem Sinne, viel Spaß mit der Runde. Ich hasse das hier, Alter. Ja, hast du jetzt Die, eine die. richtige Kackstelle auch ausgesucht? Ja, wo soll ich denn groß reinkommen jetzt hier auch? Das ist ja egal, wo ich hier reingehe, das ist Bullshit. Ist eigentlich auch der übelste Cancer-Kreis, wenn man mal ehrlich ist, Ja, ne? natürlich, Wo weil ihr es ist einfach probiert. viel. Hier allein zu spielen ist echt. Naja, es ist noch besser als gar keine Deckung zu haben, aber hier ist das Gebiet da drin ist halt echt. Oh. Das war Mogadischu, echt? Ich dachte, der wäre ein guter Spieler. Mogadischu klingt wie der Bruder vom Dalai Lama, ne? Das ist einer der. Oh. War nicht auf mich. Na, Ich der höre nur Klaus, stumpf vom Granatenwerfer und denke mir so, ah, der fuck. Klaus Fischer, den der Terra gekillt hat, der hat aber noch einen Mate, weil der ist noch immer drin. Ja, der war halt Klaus irgendwo Fischer. anders. Aber da kommt noch nächste Drop hier gleich, pass mal auf. Und Ja, ja, Sambas. also da kannst du ja mal gucken gehen. Der ist ja nah dran. So Jungs, stupst du mich an, wenn ihr fertig seid? Jo. Ach Oben nee, ist nur kommen. ein Sammer. Ja, ist nur ein Sammer, ich weiß schon, das ist das Problem. Ob sich der lohnt Sammer da. finde ich halt auch total, keine Ahnung, also, keine Ahnung. Finde ich nicht lohnenswert, so ein Sammer. Auch wieder, nur Spaßfaktor. Mehr fürs Fahrzeug als für die Waffe, wobei du kannst auch eine KSVK da dran finden, ne? Ja, aber. Also Glaube ich da auch würde nicht. ich noch weniger hingehen als zum Drop. Ja, allein schon, weil der Samak meistens nicht so viele Leute anlockt. Selbst wenn man den Drop nicht lootet, ist ein Drop ja allgemein ein lustiger Kampf. Ja. Meistens auf jeden Fall, je nachdem Och wie viel Loot es nee, immer was gibt. soll denn das jetzt? Alter, es shrinkt die Zone auch noch darüber. Ach,
Da so drüben waren zwei. Bullshit, ja, da war was. Da hat was geschossen gehabt vorhin. Ich laufe jetzt am schlauesten rein, dass überall da, am besten eigentlich nach vorne. Aber wo es offen ist. Naja, ideal würde ich sagen, du läufst ein Stück nach vorne. Und dann links am Zaun. Am Zaun runter. Dass du so zum Meer hinkommst, weil dann hast du schon. Ich habe Angst, dass in diesem einen Haus da noch einer drin ist, dass das so ein bisschen am Hügel liegt oben. Ja gut, das kannst du nicht ausschließen. YOLO! Ich will die Runde für uns gewinnen. Ich denke, ich spiele jetzt nicht YOLO. Habe ich jetzt nicht verstanden, die Wörter, die du gerade gesagt hast, die machen in dem Zusammenhang keinen Sinn. Warte, warte. Yo. Ja, 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 schieß mal du. Ja, okay. Warum sind eigentlich ein AK-Magazine fast doppelt so schwer wie Scheiß-Magazine? Aber rechts ist ein Loch im Tor. Für die erste Entdeckung. Ah, da ist auch mal. Geh da und dann geh an die Hütte. Wenn da mal keiner drin sitzt. Hat er dich eigentlich überhaupt einmal getroffen? Nein. Nee, ne? Warte mal, ich muss... Nimm doch den schwarzen Helm, da ist ein bisschen unauffällig. Der ist jetzt eh alleine und dann ist... Ich würde ja sagen, frag ihn, aber der fällt so krass auf, Alter. Da läuft einer in der Fabrik an der weißen Halle. Oh, auch wieder so geil. Ich bin seit 3 Minuten im Final 2, aber ich habe nie nachgeguckt, also es ist mir nicht aufgefallen. Echt? Ja. Ja. Das hasse ich, wenn der manchmal so abrupt stoppt, ey. Das ist sowas zum Kotzen. Du läufst einen Hügel mit Beinus runter und er bleibt einfach kurz stehen, ey. Oh, hier laufe ich ja wieder raus, ne? Ja, aber kannst ja hier bleiben. Naja. Ist eigentlich keine schlechte Pose. Po flank dann hinten Richtung Wasser wieder, hinter den Typen rein, weil der nicht denkt, dass da einer reinkommt vielleicht. Weißt du, der ist da rüber gelaufen, ne? Der an der weißen Halle da. Zu den Überdachungen ist der gelaufen da. Ja, der wird vorne in der Ecke stehen bei den Heskos, bei dem. Aha. So, da, das haben wir noch. Kreis gestorben. Der Typ ist Expert, Alter. Echt? Ja, deshalb frage ich mich manchmal, also der Rang ist wirklich überhaupt nichts mehr aussagekräftiges, ey. Hey, ich sterbe auch manchmal im Kreis. Selten, aber es ist schon passiert. Ja, aber gut, ich meine, der Kreis war jetzt sehr predictable, also das hätte man locker, Aber ich stimme dir zu, Rang sagt nichts über Skill aus. Oder sehr wenig, man muss nur semi-kompetent sein, um einen hohen Rang kriegen zu können. Soldier, hast du ihn gesehen? Nee. Hey. Du? Ah, ja, da steht da. War da am Zaun, ne? Ja, das ist halt... Keine Ahnung, was das für... Wenn der Zaun mit ihm umgefallen ist... Oh, shit, ja. Oh, Mann, das kann ich nicht mehr looten, weil der hässlich... Das ist halt... Fuck it, Alter. Man versteht natürlich auch nicht, warum der Zaun durch zwei Schüsse umfällt, aber... Das sind Arma-Physik. Ein Schuss, der von Sachen abprallt, ist auf irgendeinem Grund plötzlich ein unendlich schwerer Gegenstand. Das habe ich schon oft gesehen. Dass Kugeln, nachdem sie eine Person treffen, wenn sie was anderes treffen, das rumschmeißen, egal wie stark es ist. Pappmaché, ne? Das ist Arma-Physik. Oh. Ich würde nicht hochgehen, ich würde weiter unten rumfliegen, ja. Mal gucken, ob der noch irgendwas Brauchbares für dich hat. MX hatte. Und dann wieder gehen ein Stück zurück. Ja. Ja, eigentlich, wenn du es jetzt nicht doof machst, ist das Safe Call eigentlich, ne? Nee, so Safe Call ist es nicht. Oh nein. Muss halt jetzt. Ne, warte ich nicht. Nee, da würde ich nicht bis hinten rumlaufen. Ne, da würde ich nicht. Oh, okay, du. Ich bin hier komplett offen. Ne, ich werde weiter links unten an dem großen Schweinchen, weißt du? Ah, ah. Ach so, warte mal, die Mauer hängt da. Ach, da hängst du noch drin, ne? Das ist natürlich besser. Oh, da vorne ist ein Zweier-Team. Nein, ein Dreier-Team. Korrigiert. Da ist noch einer, da ist noch einer. Ah ja, ich weiß schon, chill. Oh ne, zwei sind da.
Lol, einfaches Dreierteam rasiert. Nee, das hier lebt noch einer. Was? Lebt er noch? Weil da zwei jetzt waren. Okay. Puh. Habt ihr schon gesehen, dass er da weggelaufen ist? Also, da kann man... Na, okay, die GLs haben's gerettet. Ja, ja, sonst hättest du die wahrscheinlich auch nicht gerettet, hättest du keine GLs gehabt. Nee. Aber trotzdem. Gegen Belter am Ende, der hat aber rumgekämpft wie Sau. Aber er hat gewonnen. Also, kann man nichts sagen. Leben noch zwei andere. Hm, weiß. Könnte ein Team sein. Warte mal, ich guck mal kurz. Lebt dieser komische... Also einer guckt noch zu und zwei leben noch. Ist doch dieser komische Typ dabei da, den wir... Nee, der ist User nicht dabei. Boah, Internet, Alter. Boah. Du machst hier Vollterror, Alter, mit deinem Spray einfach rein. Du warst am Campen, ich hatte keinen Bock mehr, also hab ich angefangen in Büsche zu schießen. Hab ich dich mit den Granaten erwischt ein bisschen? Oh ja, die haben richtig Schaden gemacht. Echt? Also war's fast tot, oder? Zwei davon waren knapp, also nah genug dran, dass sie noch Schaden gemacht haben. Okay. Und es war irgendwie bei 15, also 20% HP. Also ich wusste nicht, ob ich die waschen soll oder nicht. Der Rio lebt noch. Ich wüsste auch nicht, ob du weißt, wo ich bin, so. Warst du mit der mit dem Sniper vorher? Ich hab den Sniper gekillt. Okay, ich wusste nur, dass der Sniper in die Richtung war und ich ihn nicht getötet habe, also irgendwas aus der Richtung noch kommen muss. Ja, mehr als das wusste ich nicht. Mir war auch ewig lang nicht klar, dass es ein Final 2 war, bis ich irgendwann mal geschaut habe, wie viele denn noch leben. Naja, du hast aber am Anfang halt richtig krass gekillt wieder. Ich für Stone, ja, war lustig. Okay, krass. Das ist, weil bestimmt 7-8 Kills oder so. Ich denke, ich hab sogar mehr. Also der Sniper, der stand, ohne Scheiß, der stand 75 Meter oder 100 Meter vor mir. Und ich habe zwei Granaten auf den geschossen. Ich war der Granaten-Spammer. Alter, ich habe komplett militär gelootet, Alter. Ich hatte so viele Granaten. Ich hatte bestimmt 8 Handgranaten. Hier hatte war schon 60 Sekunden. 4 Granaten für die M4. Ja. Na, du hast ja auch mit M4 gespielt, aber du hattest auch mit M4, oder? Ich hatte die ganze Zeit nicht viel Loot. Ich habe ja halt EFS Downer gelootet. Weißt du nicht einmal eine Dropwaffe gehabt? Nee, das war aber anders. Nee, da, es gab einen Sniper und es gab noch was anderes da drin. Keine Ahnung. Ich habe irgendwo was Dropwaffiges gehört. Kann sein, dass ich erschossen habe. Ich habe irgendwann aufgehört, Leichen zu looten, weil ich dann von einem Typ genug gefunden hatte. Ja, aber gut, ja. Ah! Keine Ahnung. Nee, trotzdem, also, ja, zwei Mauerblitzer, Alter. Ich muss halt nicht. Was? Ich dich in die Senke dabei. Ja, trotzdem. Ich, wenn ich so spielen würde, ich hätte den Spray durch den Busch. Okay, das war ein scheiß Spray, aber trotzdem hat sie gewonnen. Also. Jetzt habe ich keine GLs mehr, ne? Das ist unfassbar. Jetzt liegt das so ein dummes Zweierteam. Ja, aber... Nein, bis später, ne? Halt auch wieder scheiß Glitcher, ey. Pack mich so ab, so Leute. Die wird nicht so weit kommen. Oh, doch. Ich bin schwer bekommen. Die dürfen jetzt beim anderen kommen. Oh shit. Sehen ich nicht. Ah, der glitscht da, der glitscht wieder. Kannst du die sehen, wenn du zwei Meter stehst? Oder doch, der sieht dich, roll mal ein bisschen nach rechts. Halt total Cancer. Jetzt ist die Map aber geupdatet, jetzt kannst du Flankerino irgendwas machen. Ja, was soll ich da Flankerino machen, Alter? Guck mal, crouch schon ein bisschen nach rechts, den Hahn hoch. Guck mal, dass du da irgendwie... Naja, ich hab da nirgends Deckung, hab ich da einen Stein? Da hätte ich einen Stein, ja, oder? Da ist ein Stein. Ich geh mal, probier mal da hinzukommen. Das war knapp. Solche Bastarde, ey. Das war sehr knapp. Und weißt du, sie sitzen halt auch konsequent weiter da. Sie sind zu zweit. Solche Muschis, ey. Sind die jetzt alles in der Zone drin? Ja. Ist nicht ernsthaft, oder? Doch. Die Zone ist zu denen geschränkt, nicht zu dir. Alles klar. GG an mich. Sorry, kann ich leider nichts. Ey. Die werden da auch weiter abschütteln. Ja, natürlich gammeln die da jetzt bis zum St. Nimmerleinstag. Du läufst rein und versuchst zu sprayen. Oh, ich bin ja, so eine Ja, einfach frisst.
Ich habe ihn nicht getroffen. Doch, du hast ihn einmal richtig in die Kehle getroffen. Ich hab's Blut spritzen sehen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch auf 60 Sekunden waren schon. Ja, ja, 60 Sekunden waren schon. Gut, du hast nur 15, 30 Meter oder so. Aber rein musst du so oder so halt, wenn du sterben bist. Lauf anvisiert rein. Ja klar, aber... Ja, play is now restricted, musst du. Die sind so schlecht! Wie kann man so erbärmlich sein? Ganz großes Kino. Wie kann man so erbärmlich sein?